In der letzten Folge Arzt Tommy von Wiel im Einsatz für Rega 3. Als Coach beobachtet er die Arbeit seiner Berner Kollegen. Okay? Nachtflug nach Mallorca. Pilot Philipp Simmen repatriiert mit der Crew des Ambulanzjets einen muskelkranken Patienten. Und schwierige Rettung für Pilot Rick Maurer. An der Winde holt er die Notärztin Ximena Notter mit einem verunfallten Kletterer aus der Wand. Nach einer Zwischenlandung hebt Romeo Tango mit dem Patienten an Bord ab Richtung Spital. Die Rettung am Ritzlihorn hat dem Rega-Team alles abverlangt. Landung beim Spital Interlaken. Der Patient ist betäubt von Schmerzmitteln. Wegen Steinschlag ist er 20 Meter in die Tiefe gestürzt. Sein Bein ist zertrümmert. Hey Gott? Hä? Gut. Aber? Ich wollte schlafen. Die sind ja schon fast am Schlafen. Es geht auf die andere Seite rüber. Ich muss gar nichts machen. Ah, sie sind parat, he? Wir ziehen rüber aufs Bett. Nein, überhaupt nicht. Du bist nur hier, nur hier. Aha, schon mit dem Mann. Auf drei gehen wir rüber, he? Ist gut? Eins, zwei, drei. Jetzt müssten wir noch ein bisschen runter. Sind ihr noch wenig? Ja. Könnt ihr mal die Augen aufmachen? Stimmt, wenig. Ja. Wie ist mit Schmerzen? Besser, hä? Ja. Das war ein spannender Fall in dem Sinn, dass es eben im Hochgebirge war und das die Rettung. Die Situation war so, dass er wirklich so in einer relativ abschüssigen Lage war und dass wir ihn dort nicht wirklich gut haben können versorgen. Zuerst Versorgung und einfach müssen rausnehmen. Und ich selber gehe privat auch nicht unbedingt ins Hochgebirge. Genau. Neben dem Trümmerbruch hat der Kletterer keine weiteren schweren Verletzungen. Ja? Danke. Macht's gut, he? Toi, toi, toi. Flugplatz Dübendorf. Hier ist Jetpilot Philipp Simmen als Projektleiter im Einsatz. Er ist verantwortlich für die Beschaffung dreier neuer Ambulanzjets für 130 Millionen Franken. Spezialisten planen hier die medizinische Innenausstattung der Jets im Detail. Mit dieser Nachbildung des Flugzeugrumpfes. Wir wollten sicherstellen, dass wir eine Zukunft ohne Probleme, ohne Risiken mit einem liegenden Patienten in das Flugzeug hineinkommen. Dass wir genügend Manövrierungsraum haben, um hier um die Ecke zu kommen. Das heisst, wir haben verschiedenste Modifikationen vorgenommen. Wir sehen zum Beispiel hier, dass wir den Winkel abgeflacht haben, dass wir hier Raum gewinnen. Wir haben auch beim Patientenbett haben wir den Winkel hier abgeflacht, dass wir hier auch noch mal mehr Manövrierungsraum bekommen, sodass wir das hier optimal nutzen können. Eine grosse Herausforderung ist das Gewicht bei dem Flugzeug. Das Flugzeug ist grundsätzlich immer schwer. Je leichter es ist, umso mehr Reichweite haben wir. Unser Flugzeug ist eine fliegende Intensivstation. Das heisst, wir haben sehr schweres medizinisches Equipment in diesem Flugzeug installiert. Und da ist so unsere Aufgabe, mit Argus-Augen das Gewicht zu kontrollieren, dass wir eben nicht schwer werden, sodass wir am Schluss operationelle Einschränkungen hätten. Der Eingangsbereich war wichtig im Auswahlverfahren. Die Rega analysierte insgesamt 64 Flugzeugtypen. Aber auch die Rampe wird verbessert. Wir haben ein gutes Gefühl. Was mich noch interessieren würde, wir wissen, dass wir rund 30 Kilo haben bei der alten Rampe, wenn wir sie ausgefahren haben. Wenn wir vielleicht mal noch eine Messung machen könnten, wie viel Last das auf die Person kommt, die sie ein- und ausfährt bei dieser neuen Rampe. Jetzt. Und jetzt haben wir ja die 13,5. Jawohl. Vorher hatten wir 35 Kilo. Und das schafft man jetzt locker allein. Ja, schon.
Erster Lastentest, oder? Nach Jahren der Detaildiskussionen kommt Projektleiter Simmen der Realisierung seiner Jets Schritt für Schritt näher. Perfekt. Das Team von Rega 10 ist nach der Rettung des Kletterers zurück auf der Basis in Wilderswil bei Interlaken. Fast 700 Mal rückt Rega 10 pro Jahr aus. Und immer wieder erleben Pilot, Arzt und Rettungssanitäter Extremsituationen. Wir sind ein kleines Team, wir sind in der Luft ab, wir können nicht einfach anhalten. Also man muss ein enormes Vertrauen haben zueinander. Und das schweißt hier zusammen und prägt einen. Flughafen Zürich. Hier ist das Herz der Rega. Das Rega-Center mit Hangar und Einsatzzentralen. Notruf vom Niesen. Rettungsflugwach, Cohen. Guten Tag, Herr Tede. Okay, Sie sind erschöpft, hä? Okay. Ja, das ist okay. Jetzt, Sie sind aber unverletzt, das ist richtig. Haben Sie ein Handy, auf dem Sie Koordinaten ablesen können? Hat es Fels um Sie herum? Und Sie waren auf dem Wanderweg. Ja, ich habe eine Idee, wo Sie sein könnten. War es so ein Zickzack-Wanderweg, den Sie hinuntergehen wollten? Das war dann kein Weg. Aha, okay. Ich glaube, ich weiß, wo Sie sind, Herr Tede. Ich glaube, ich weiß, wo Sie sind. Warten Sie im Couloir, he? Dort. Bleiben Sie auf alle Fälle dort, wo Sie jetzt sind, weil da genau, weil da haben wir Verbindung, oder? Ganz sicher. Genau. Danke Ihnen. Ade, Tede. Rega 10. Wir haben primäre Satzevakuation am Niesen. Das müsste vermutlich eine Winterbergung geben. Ich setze mal sicher einen RSH noch auf Standby setzen. Antworten. Das ist richtig, Schluss. RSH steht für Fachspezialist Helikopter. Diese speziell ausgebildeten Bergführer der Alpinen Rettung Schweiz unterstützen die Rega-Crews bei schwierigen Fällen im Gebirge. Was ist die Evakuation, Niese? Wollen Sie sich etwas verstiegen oder was? Oh, da steht viel. Blockier, Kapp und Niesen nach Wimmis auf Wanderweg verirrt. Ist immer nach unten gegangen, super steil oben und unten ist erschöpft. Die Silo von Wimmis im Couloir rechts und links ist Wald. Wasserfall vor ihm, blau-grüner Pulli. Bin immer anders, das ist da hier rechts in dem Zug. Jetzt da noch etwas über, sind die Koordinaten gut. Ja, weißt du, wenn ich es nicht richtig erklären kann, wird es wahrscheinlich. Ja, ich sehe auch nämlich Fußspuren gesehen. Ja, wo? Ah, da unten ist er? Ja. Ja, wie ist er dort runtergekommen? Das ist unglaublich. Ja, ich habe gedacht. Aber weiter runter wäre er nicht mehr gekommen, hast du gesehen? Da kommen nur noch Felswänden. Ja. Ich habe einen gefunden, ob wir Mario holen auf Frutigen. Warte, sag ich dir schnell, dass wir ein Zeichen geben, dass wir gehen. Das ist das andere Gespräch. Ich habe gefunden und ich gehe zum Mario vorlaufen. In Frutigen wartet Bergführer Mario Rubin. Er hat heute Picketdienst als RSH. Ja, Herr Tede, Kuhn, Rettungsflugwach, grüß Gott. Der Helikopter wird in ca. 5 Minuten bei Ihnen sein. Wahrscheinlich wird er mit einer Windenaktion Sie hinausholen. Ist das okay? Wunderbar. Dankeschön. Ade, Tede. Jawohl. Ein paar Büros weiter wird in einem Ausschuss der Geschäftsleitung die Zukunft der Rega geplant. Es geht um die neuen Ambulanzjets.
wie ich euch Ende Mai schon informiert habe, haben wir intensive Verhandlungen jetzt geführt mit der Bombardier bezüglich einem integralen WLAN-System in dem Flugzeug. Projektleiter Philipp Simmen schlägt vor, die Jets mit der Zentrale zu vernetzen. Dank des neuen WLAN-Systems gingen medizinische Daten zum Beispiel direkt in die Zürcher Zentrale. Das Anliegen ist in diesem Gremium mit CEO, Chefpilot und Chefarzt unbestritten. Die Rega will Innovation, auch wenn es kostet. Ich glaube, es ist in der DNA der Rega, dass man sich immer wieder erneuert, dass man sich immer wieder hinterfragt und neue Methoden, Rettungsmethoden entwickeln, neue Geräte anschaffen, die letztlich unseren Patienten, sei das in der Schweiz oder sei es im Ausland, gut kommt. Und an dem an dieser DNA, an diesem Pioniergeist, da arbeiten wir weiter. Und darum haben wir aktuell Projekte am Laufen von sage und schreibe 200 Millionen Schweizer Franken. Ja, tipptopp. Neben den drei neuen Ambulanzjets beschafft die Rega zurzeit auch drei neue Helikopter. Ich komme noch mit. Helikopter Romeo Tango ist mit dem Gebirgsspezialisten der Alpinen Rettung Schweiz, einer Partnerorganisation der Rega, zurück am Niesen. Im abschüssigen Gelände wird er den erschöpften Wanderer auf die Bergung vorbereiten. Das ist bereit zum Ablauf. Escape haben wir links weg. Jawohl. Du siehst den Platz, gell? Ja, den Platz, ja. Der Kontakt. Da ist frei und nach hinten ist frei. Display check 3x8 und 2x0 ist okay. Das Seil ist straff, du kannst anziehen. Weiter unten wird der Wanderer alleine seinen Heimweg antreten. Er ist unverletzt. Der Einsatz am Niesen ist einer von gleich drei präventiven Notrufen in diesen Stunden. Von Menschen, die nicht mehr weiterkommen, aber unversehrt sind. Wir holen nicht einfach alle mit dem Heli, sondern wir haben jetzt auch sehr die Alpinrettung mit dem Spiel, oder? Gehen dort, wo es Sinn macht, der Rest ist. Also, am Öschinensee sind wir jetzt zu Fuss unterwegs, also die Alpinrettung, mit etwa 4 Leuten. Und der Herr, den wir im Niesen haben, den holen wir mit dem Heli, weil der wirklich dermassen in einem blöden Couloir drin ist, dass auch für die Alpinretter dann gefährlich wird, so jemanden zu holen. Muss ich helfen? Und bei dem dritten Fall, den wir gerade haben, das ist eine Familie mit 3 Kindern. Und wenn Kinder im Spiel sind, wird es auch immer sehr schwierig, oder? Und dann gibt es halt wirklich manchmal Sinn, dass man etwas macht, bevor, dass man es holen kann, bevor etwas passiert. Die Retter von Rega 10 sind zurück auf der Basis. Wie erleben Sie Einsätze für Freizeitsportler, die sich leichtfertig in Gefahr bringen? Da haben wir auch schon Gedanken gemacht. Leute, die einfach an. Gehen die einfach bei schlechtem Wetter oder wie auch immer. Gehen die einfach und denken, ja, ja, jetzt Nattel, dann kann ich den 14-14 wählen und dann kommen die. Und das wäre spekuliert. Das kann ich nicht sagen, wie die funktionieren. Möchte ich auch nicht. Grundsätzlich, wenn ich nachher gehe, dann haben wir einfach das Rote Kreuz am Heli. Und der Grundsatz des Roten Kreuz, dass wir eigentlich jedem aus jeder Situation probieren zu helfen. Und dann gehe ich eigentlich nach diesem Prinzip und probiere nicht zu hinterfragen, warum ist denn die Situation gekommen. Seit 35 Jahren ist die Rettungsflugwacht Mitglied des Schweizerischen Roten Kreuzes.
Philipp Simmen steckt inzwischen wieder in seiner Uniform. Jetzt gehen wir noch quasi wieder auf den Feierabendflug, schnell auf Venedig. Einen schönen Abendflug. Ivan, rotiert. Eine knappe Stunde wird die Reise an die Adria dauern. So. Wir haben einen Patienten nach einem Ertrinkungsunfall, den man konnte wiederbeleben. Dann kam er auf die Intensivstation, ist beatmet worden. Und jetzt hat er den Beatmungsschlauch nicht mehr, jetzt kann er heimgeflogen werden. Er ist stabil genug. Genau. Heute mit dem Team Arzt Marcel von Dach. Beide kennen bis jetzt erst den Flughafen Venedig, nicht aber die Stadt. Schön jetzt im Abendlicht. Ja. Gut, Sauerstoffarztkoffer hast du, gell? Wie immer bleibt Philipp Simmen mit dem Co-Piloten bei seiner Maschine zurück. Coole Sonnenbrille. Hä? Einsatzleiterin Gitti Kuhn hat Feierabend. Vor ihr liegt eine mehr als einstündige Heimfahrt ins Glanerland. Schweigend saßen sie eine Zeit lang beisammen. Dann stand Bernie auf. Er ging zur Tür, als wollte er sich auf den Heimweg machen, überlegte sich dann aber anders. Irgendwie, ich liebe es, nachher nach dem Arbeiten kann ich ins Auto sitzen und dann gibt es das Radio und ich habe gerne Hörbücher, weil irgendwann gehe ich dann sehr schnell in eine andere Geschichte rein. Und bin dann in einer anderen Geschichte und fahre runter und bis ich daheim bin, habe ich eine rechte Distanz zu allem. Als Bernie ihr Zögern spürte, sagte er, heirate mich, Ethel. Ich liebe dich. Ich werde mein Leben darauf verwenden, dich glücklich zu machen. Die Crew des Ambulanzjets ist inzwischen in Venedig mit einem Ambulanzboot unterwegs. Komm, wir machen Titanic. Titanic. Der grosse Strand, der San Marco. Ja. Ja, genau. Der viereckige. Ankunft beim Spital. Hast du den Abfall gesehen? So cool. So geil. Perfetto. Schon mal alle? Sie. Und wie viele Patienten ist das mal da? Ja, nicht wie letztes Mal, gell? Dann stehen wir noch ein bisschen Bötchen fahren. Ja. Buonasera a tutti. Buonasera, signore. Herr Bucher. Ja, buonasera. Wir sagen guten Abend. Grüezi, Herr Bucher. Dr. Fundach. Das ist Frau Horisberger. Freut mich. Freut mich. Freut mich, Sie so zu sehen. Mit einem Lächeln. Ja. Aber so Mühe mit Schnaufen, Atemnot, das haben Sie nicht. Ist das richtig? Gut, sehr gut. Dann würden wir sie zurück in die Schweiz nehmen, für auf Luzern, ist das gut? Mit ihrer Frau zusammen, die kommt auch mit, gell? Könnt ihr euch noch erinnern an den Unfall? Bin ich weit draussen gewesen? Ja. Aber ein paar Fotos tief. Ja. Aber bin ich runtergesessen, einfach schon
ohnmächtig, oder? Sie sind ein bisschen schwarz geworden von den Augen dann. Sturm. Sturm? Mhm. Ja. Können Sie mal laut ein und tief ein und ausschnaufen? Entschuldigung, schnell. Sie haben auf der Rückseite der Lunge hat es noch ein bisschen Schleim drin. Ja. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, das ist völlig normal. Ja. Das ist noch keine Lungenentzündung. Also Sie haben auch kein Fieber gehabt, auch in der Blutkontrolle haben Sie keine Lungenentzündung. Das ist mal sehr gute Nachricht. Ist das genau, gut? Das ist gut. Für dich so. Das ist super. Dann sind wir schon bald pronto. Ja. Im Glarnerland. Einsatzleiterin Gitti Kuhn ist zu Hause angekommen. Sie lebt im gleichen Haus wie ihre Mutter, zusammen mit zwei Katzen. Nicht weit von ihrem Partner entfernt. Mein Zuhause hat schon immer eine grosse Bedeutung für mich. Als ich wieder dahinter kam, ich war 20 Jahre in Zürich, dann ist irgendwie für mich wieder... Ja, es hat wieder Boden unter den Füßen gegeben, viel mehr. Also ich habe mich wieder sicherer, geborgener gefühlt und so. Und weil ich schon immer in Zürich geschafft habe, auch früher, ich habe nie im Glarnerland geschafft, ist es für mich immer wie ein bisschen so Oasali gewesen und so eine Erholung. Wenn ich da bin, bin ich weit weg vom Schaffen. Zwirbeli! Ja, du hörtiger kleiner Mann, du. Ja, du hörtiger kleiner Mann. Grüezi, Walter. Der Garten ist für Gitti Kuhn Erholung und Erinnerung. Ich sage immer, es ist mein Königreich auf eine Art, oder? Und der Teil der Familie, den ich nicht mehr habe, ist ja die Kinder. Und darum sind sie immer nahe. Gitti Kuhn pflegt hier eine kleine Gedenkstätte für verstorbene Familienangehörige. In Venedig sind Rega-Crew und Patient bereit für die Rückreise. Die Tochter verabschiedet sich. Sie war mit den Eltern in den Ferien und wird später heimreisen. Jawohl, gut husten. Tut es da die Schaufelbarren missbrauchen als Infusionsständer? Sollen wir den Kopf noch etwas aufstellen? Wie ist es Ihnen? Ja, es geht. Geht es so? Ja. Okay. Philipp, qui è Marcello. Ma perfetto. Du, hör, wir sind jetzt gerade abgefahren vom Spital. Das kommt gut mit dem Halbi, was wir gesagt haben. Wenn alles rund läuft. Ich höre mal sagen, so jetzt vom Schiff aus gesehen. Ja. Ich tue jetzt einstellen, dass es automatisch den Blutdruck messen, mal so alle 10 Minuten. Yvonne, komm schnell da raus. Ja. Ja. Bitte schön. Hey, schön, schau mal. Ich will noch. Ich muss schnell ein bisschen abkühlen. Ja. Der Canal Grande. Scheinbar ist der Kanal ruhiger als dort, wo wir sie herkommen vom Flughafen. Es hat weniger Wellen und ist sicher für einen Patienten angenehmer, so zum Fahren. Ob das immer so ist, weiss ich nicht. Aber es ist perfekt. Also, es ist natürlich genial, jetzt auch für Frau Bucher, oder? Dass man auch noch ein bisschen Stadt sieht, trotz allem. Ja, genau. Ja. Aha. Für die letzte Etappe geht es vom Boot wieder auf die Straße. Am Flughafen wartet Philipp Simmen allerdings lange vergebens auf das Ambulanzfahrzeug. Der Philipp, Jean Marcel. Ich wollte nur schon fragen, ob wir News haben. Ja, sehr gut. Wunderbar, wir sind bereit. Bis nachher, danke. Ciao, Marcel. Endlich treffen Patient und Crew ein. Das Ambulanzfahrzeug war auf Umwegen unterwegs.
Die Fahrt dauerte eine Stunde statt 15 Minuten. Ich habe den Flughafen nicht gefunden. Vielleicht der Koffer? Ja, der hat der Robin geschoben. Ah, super, super. Die Ambulanz hat sich verfahren. Wir sind, so wie es aussieht, richtig wo sind wir? Turiner Flughafen? Ja, richtig Trieste. Trieste? Wir haben das schlussendlich sagen, was sind wir gefahren. Darum haben wir etwas länger gekommen. Sie hatte zwar ein Handy in der Hand mit dem Navi, aber ich glaube, weiß auch nicht. Also, jetzt sind wir einmal da. Herr Bucher, willkommen an Bord. Ja. Philipp Simmen, bei einer von den zwei Piloten. In die 50 Minuten knapp sind wir in Zürich. Wir haben einen ruhigen Flug. Ich wünsche Ihnen einen guten Flug. Danke. Philipp, wir können los. Also, wir sind hier parat. Wir können noch los. Die Frau des Patienten steht noch immer unter Schock. Es war schon schlimm, wenn man nicht weiss, auf welche Seite das kippt. Sie haben uns ja gesagt, zwischen 3 und 5 Stunden. Entweder kommt es gut oder wir können es vergessen. Ja. Herr Bucher hat es super gemacht. Er hustet gut, er tut schön tief durchschnaufen zwischen ihnen und das kommt gut. Er freut sich für heim. Ja. Super, Herr Bucher. Rund um die Uhr unterwegs. Oft kurzfristige Einsätze. Kein Tag wie der andere. Mittlerweile ein Traumjob für Philipp Simmen. Träger ist eigentlich nie mein Ziel gewesen, weil ich lange gar nicht wusste, dass Träger überhaupt 3 Flächenflugzeuge hat. Es war ein Zufall, dass ich zur Rega gekommen bin. Ich war in Moskau ein Jahr lang dort geschafft und habe das durch Zufall erfahren. Und es ist definitiv besser herausgekommen, als ich mir das erträumt habe. Heute bin ich jetzt auf dem linken Sitz, darf als Kapitän fliegen auf dem Challenger 604, bin gleichzeitig noch Projektleiter. Ich darf ein 130 Millionen Projekt leiten mit tollen Leuten, mit einem tollen Team. Das könnte nicht besser sein. Es ist 11:30 Uhr. Ankunft in Zürich. Rega-Basis Wilderswil. Ja, der Rick. Hoi, Frau Sachs. Und was hat er? Und was hat er oder er? Oh. Oh. Okay. Also, jetzt sind wir Napf und das ist nördlich vom Napf. Westlich vom Napf. Ja, haben wir. Oberlaushütte habe ich. Okay. Also jetzt hat er die Frau irgendwo liegen zwischen dem Wanderweg, der vom Grat links runter ist, wo an den Graben geht. Ein älteres Ehepaar sind dort losgewandert. Sehr wahrscheinlich hat die Frau den Fuß gebrochen, Tommy. Und er hatte keinen Notfallempfang, hat eigentlich seine Frau dort liegen dort und ist jetzt runter in ein anderes Restaurant, hat alarmiert. Aber jetzt liegt die Frau da irgendwo im Wald innen dort, zwischen dem Grat und dem, wie heisst das, Schwendgraben. Und genau. Und wir gehen schauen. Marco, kannst du mich schnell? Arzt Tommy von Wiel lässt kontrollieren, ob das Gestaltli richtig sitzt. Gut. Regenzellen verstanden. Regenzellen. Das ist unglaublich. Eins geht zu. Die
ist sehr wahrscheinlich ist das da. Die Aushütte, jawohl, das sind parkierte Auto. Und jetzt geht der Wander, schau, das ist der Wanderweg da. Das ist der Wanderweg, wo sie runter sind hier. Oh. Hinten ab, oder? Ach, nein, und dann geht es da irgendwo im Wald, geht es links ab. Jetzt siehst du, könnte die ja theoretisch hier beim Abzweiger. Das wäre da unten rechts, gell, der Abzweiger, meinst du? Ja, nein, er ist noch weiter an den Abzweiger. Oh, schnell schau hinten, gell? Ich sehe es ein bisschen besser. Du? Ach, jetzt wege ich nicht mehr. Ja, das wird schwierig. Oh, schnell, da ist ein Licht, die Tag sieht man das Wege wieder. Ist das... Ah, hier unten ist das Wege, look. Ja, jetzt geht es gerade unter Eis. Genau, da kommt es runter, look. Ja. Da kommt es. Aber weißt, das ist problematisch, die werden wir nie finden. Nein, ich sehe hier. Oder die gehen bis dort oben. Das Wägeli. Na ja, dann müssen wir etwas jetzt Fußgrab suchen. Von oben runter ist glaub ich schneller als von unten rauf, oder? Ja, ja, weißt du, weißt die Abklärung, wie wollen wir die machen? Das braucht eine schöne Zeit, oder? Was meinst du? Und ich decke mir eins ab. Henkel ist gut, gell? So. Ja, ist gut. Gangstück ist gut. Ich mach mich los. Jawohl. Lass weiterkommen. Ja, ist gut. Arzt Tommy von Wiel macht sich zu Fuß auf die Suche nach der verunfallten Frau. Zehn Flugstunden entfernt, Montreal, Hauptsitz des Flugzeugherstellers Bombardier. Philipp Simmen hat hier hunderte von Stunden Verhandlungen geführt über Budget, Zeitplan und Gewicht der neuen Ambulanzjets. Jede Einzelheit wurde festgelegt. Heute geht es um weitere Besprechungen, wie etwa zum WLAN-System. Good morning. Good to see you again. Nice to see you too, Mr. Simon. Und zum ersten Mal kann Philipp Simmen ein neues Rega-Flugzeug im Bau besichtigen. Thank you. Hey, Philipp. Mark, good to see you again. Same here. Welcome back to Montreal. Thank you. Hi, Eric. How are you doing? I'm doing well, thank you. Good, good. So, ein großer Tag. So ist es. Good. So, we'll take a walk that way. In diesen Hallen werden Jets des Typs Challenger hergestellt. Hier arbeiten insgesamt 2500 Personen im 24-Stunden-Schichtbetrieb. Die Jets werden von einer Produktionsstelle zur anderen gerollt. Jetzt müssen wir die Brillen aufsetzen. Auf dieser Plattform sehen wir Ihr Flugzeug. Das muss es sein. Das ist es. Offensichtlich fehlen noch ein paar Teile. Aber das ist schon mal der Anfang. Aufregend. Seit 2013 arbeite ich an diesem Projekt. Und jetzt das erste Stück Metall. It's ready. So cool. Ich bin der Erste, der den neuen Rega-Jet berührt. Ja, great. Es ist eindrücklich, wenn man bedenkt, dass das Flugzeug in wenigen Monaten ist das Flüge. Das heisst, es ist, wird überflogen auf Toronto im Dezember. Das geht nicht mehr sehr lang. Und da sieht man, was für einen Effort ihr da leistet, Tag und Nacht. Und wie schnell das geht, bis so ein Flugzeug schlussendlich montiert ist. Und eben dann fliegen wird und dann in die Luft gehen kann. Ja. Eindrücklich. Schön. Die alte Flotte wird im Jahr 2018 müsste durch ein Grosswartungsereignis, das heisst, die Flüger müssen auf Herz und Nieren überprüft werden, wären sehr lange am Boden. Das heisst, die Verfügbarkeit für die Jet-Operation wird abnehmen. Wir könnten nicht mehr die Verfügbarkeit für unsere Gönner aufrechterhalten, wie wir es eben können. Und das Ganze würde auch sehr kostenintensiv werden. Dementsprechend hat man gesagt, wir wollen das umgehen und die neue Flotte im 2018 in Betrieb setzen können. Besuch im Muster-Cockpit. Great. Jack, thank you, meet Philip. Hello, Philip. Good to see you. Good to see you, Jack. Beautiful. Welches Flugzeug fliegen Sie heute? 604.
Dann ändert recht viel. Eine Ihrer Fragen betraf das Wetterradar. Sie können es hier oder dort platzieren oder auch auf dem Primary Flight Display. Es ist ein neues Radar mit Multiscan. Es optimiert automatisch das Suchmuster für Sie. Sehr schönes Cockpit. Viel weniger Knöpfe, weniger Bildschirm. Das heisst, das Ganze ist viel übersichtlicher gestaltet, viel ergonomischer gestaltet. Und rein von der Sensorik her können wir mit diesem Flugzeugtyp Anflüge machen, die wir heute mit der alten Flotte nicht bewerkstelligen könnten. Also macht Spass, das zu sehen. Philipp Simmen hofft, dass er einen der neuen Jets in 2 Jahren selber in die Schweiz überfliegen kann. Zurück im Napfgebiet. Hier hat Arzt Tommy von Wiel die Patientin gefunden. Jetzt, von einer Skala von 0 bis 10 Schmerzen, was hast du jetzt so in Ruhe? Was denkst du? 0 ist gar keine und 10 ist ganz fest. Ja, also kann man sagen, sicher 7 bis 8. Jetzt auch in Ruhe. Wenn, ja, jetzt, es ist nur ein Hunger. Eigentlich dadurch ist einfach der Hunger, der kommt noch zu. Noch durch das. Das ist weh, fest weh macht. Ja, also. Sonst ist es wieder gegangen, als ich jetzt angewartet habe. Und dann, wenn ich nur ein bisschen Zehen bewegt habe. Zunge wieder, gell? Ja, jetzt wieder. Ja, ich kann sicher 10 Minuten. Es sind schon langsam nicht, wirklich Schritt um Schritt. Aber eben, dann ist auch so eine Duelle gesickert. Also, eben so. Ja. Und dann hat es einfach den Fuss rausgenommen. Oh je. Das ist ein Hoppe. Wir einfach so zu dir. So. Ja. Jetzt muss man das Bein zuerst schnell abpassen. Du kannst auch das Bein. Das weh? Ja. Ablecken. So ganz locker. Gut. Ich mache gerade nicht. Tut es mehr weh jetzt als davor? Ja, jetzt, wo es getroffen ist. Ja. Was getroffen ist. Warte, mal, warte kurz. Ein bisschen anlassen, ein bisschen spannen. Ja, probieren. Ja, probier. Ja. So. Bräuchte man ein bisschen Zeit, ein paar Minuten, bis die gut ankommen, ja. Die Medikamente. Start zur Windenrettung. Jetzt soll ich die Blüte schon gehen. Das musst du mir geben, ja. Vor allem sie von oben müssen auch viel aufpassen, dass nicht zu viele Äste so reinfliegen praktisch, dass sie auch von oben noch etwas sehen. Bis unten ist die Gefahr, dass das Äste zu fliegen kommen. Also müssen wir relativ gut aufpassen. Tommy, Auflauf. Gut. Warum? Ja, das muss man sich so mit. Nein. So. Oben hat es super ausgesehen. Dass halt diejenige so ein bisschen blöd ist. Aber nein. Janik. Ja, ich gehöre nicht. Wir sind parat. Gut, dann haben wir gemütlich an den Fahrer. Hä? Was geht denn ab? Hä? Wir sind drüber, hinter den 2 Jahren. Super, langsamer, bis du vorwärts fahren kannst. Super,
Die Patientin hat das Bein mehrfach gebrochen. Der Heilungsprozess wird Monate dauern. Rettung um Rettung. Unfälle, Krankheiten, Schicksale. Diese Erlebnisse hallen im Privatleben der Rega-Crew nach. Ich denke, das ist das, was einen prägt. Dass man wirklich ein bisschen bewusster wird und vielleicht manchmal so ein bisschen mit Problemen nicht mehr so ernst nimmt, weil man wahre Probleme besser kennt.